Hallo und willkommen mal wieder mit meinen Flohmarktfunden oder von mir und meinem Bruder. Ja, diesmal habe ich sogar Pokémon mitgenommen. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Ganze drei Flohmärkte, ich muss euch richtig zeigen, drei Flohmärkte haben wir heute, die haben wir besucht an diesem Wochenende. Am Samstag, heute ist Sonntag, gestern haben wir einen kleinen Flohmarkt, den habe ich ganz durch Zufall gefunden. Der war bei mir ja, in der Stadt an einer Schule, ein kleiner Schulflohmarkt. Es hat leider geregnet. Ja, Regen war heute noch ein bisschen zu Gast sozusagen. Aber gestern hat es wirklich geregnet. Kein starker Regen, aber normal, durchweg, sodass draußen nichts aufgebaut werden konnte. Aber in dieser Schule, das war jetzt da aus der Gegend, somit war es nicht nur aus Schule, also nicht nur Kleinkinder, das waren normale Sachen, natürlich auch viel Kleinkinderkram, aber es war dann in den Innenräumen aufgebaut, so ein bisschen die Vorräume der Schulklassen, somit konnte man in Ruhe stöbern, ohne nass zu werden. Ja, da gab es auch alles Mögliche, von bisschen Trödel, viel aktuelles Spielzeug, Klamotten für Kinder, Jugendliche, Massen, auch Bücher, Gesellschaftsspiele. Es war aber auch nicht wirklich viel dabei, was jetzt zu dem Beuteschema passt, was ich und mein Bruder normalerweise mitnehmen. Aber noch so ein bisschen haben wir gefunden dort. Den Anfang macht etwas Größeres. Jetzt nehme ich doch was zur Seite noch. Und zwar den Anfang macht ein Siedler von Catan, die Seefahrer, Ergänzung, Erweiterung, eine etwas modernere. Ich habe schon vor kurzem eine in Sealed gefunden. Das war die zur Holzvariante. Das ist jetzt eine Plastikvariante. Gab es für 5 Euro und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe da gar nicht nachgedacht, ob ich es habe, weil es so anders aussah. Und habe das dann mitgenommen. Das war auch ein fairer Kurs. Ist alles vollständig und heil. Ja, und dadurch, dass ich das jetzt habe, in einer anderen Version, wird das mich wohl wieder verlassen. Ich dachte irgendwie ein anderer, das fehlt mir, weil es eben halt das da anders aussah, aber so ist es manchmal. Es täuscht. Ja, wie gesagt, 5 Euro habe ich bezahlt dafür. Ist auch ein normaler Kurs, weil was kostet ein Siedler? Das kostet regulär zwischen 30 und 40 Euro. Das gibt jetzt wohl noch eine neuere Version. Hier ist jetzt mit Plastik spielt, Schiffen und so. Ja, kann man mitnehmen. Siedler ist immer was man auch verschenken kann und tauschen kann. Also in dem Sinne habe ich jetzt nicht viel verkehrt gemacht. Aber naja, ist aber trotzdem was Schönes. Ja, dann habe ich dort Hörspielkassetten gesehen. Natürlich auch eine ganze Menge moderner Sachen. Von den aktuellen Sachen. Wieder Neuauflagen von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Aber ich habe auch jetzt muss ich wirken, weil ich habe jetzt hier wirklich auch noch alles voll. 4 Fünf-Freunde-Kassetten gefunden. Fünf Freunde habe ich ja vor kurzem auch gesagt, ich will schauen, dass ich mir so die bis 22 mit den klassischen Sprechern, die ich kenne, mit denen ich aufgewachsen bin, die auch die damalige 70er Jahre Serie synchronisiert haben, wie mit Oliver Rohrbeck, Oliver Mink und Oliver Rohrbeck und ja, mit wem noch? Komm, ich guck nach. Nicht, dass ich jetzt vergesse. Mit Ute Rohrbeck, Maud Ackermann als George, genau, Harry Pages als Onkel Quentin. Also richtig gut gesprochen. Und da habe ich jetzt 4 Kassetten gefunden. Die gab es für 3 Euro. Sind da jetzt frühe Auflagen, nicht die allerersten Auflagen. Deswegen werden die erstmal Platzhalter sein, auf jeden Fall. Hier habe ich Nummer 21, 5 Freunde auf 9 Abenteuern. Dann habe ich hier Nummer 17, da ist leider eine Ecke rausgerissen, deswegen ist das auch nur ein Platzhalter, weil wenn möchte ich schon heil haben, aber ich habe es auch übersehen. 5 Freunde auf großer Fahrt. Ja, die Kassette hätte ich nicht mitnehmen sollen, weil ich habe die schon. Habe ich aber mich verguckt in der Nummer 9, 5 Freunde im alten Turm, auch eine spannende Geschichte. Die ersten sind sowieso wirklich richtig gute Geschichten. Dann hier Nummer 12 auf der Felseninsel. Das sind jetzt auch alles die mit gelber bedruckter Kassette. Also noch frühe Auflagen, aber nicht die ganz frühen. Die ganz frühen waren schwarz. Auch richtig cool. Ja, wie gesagt, gab es für 3 Euro. War ganz nett.
Und eine Sache haben wir noch gefunden, sonst war da wirklich nicht viel. Wir waren auch da nur eine Stunde. Ist halt nur kurz von mir um die Ecke gewesen. Eine Blu-ray haben wir gefunden. Eigentlich sollte eine Blu-ray und DVD dabei sein von dem gleichen Film von Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Ja, aber hier ihr seht, hier ist nur die Blu-ray drin, da die DVD nie reingeht bei mir mehr sozusagen oder reingehen würde in den DVD-Player, ist es nicht schlimm. Ist natürlich schade, weil irgendwie das im Komplettpaket doch gehört, aber gut, vielleicht tausche ich dann irgendwann auch nochmal aus, wenn man es nochmal günstig für einen Euro findet auf dem Flohmarkt. Aber hat 1,50 Euro gekostet und da kann man auch in dem Sinne ja gar nicht viel verkehrt machen. Ja, und heute am Sonntag, was haben wir da gemacht? Wir waren auf einem Dorfflohmarkt. Den habe ich durch Zufall entdeckt. Ich habe einfach gegoogelt, was so bei mir im Flohmärkten in der Nähe waren. Ich habe eigentlich nach einem ganz anderen gesucht und zufällig wurde mir der angezeigt, guckte, oh, der ist heute. Habe die Karte gesehen, war auch gut organisiert vom Dorf. Man hatte wirklich die Hausnummern, dass man auch wusste, wo das da ist. Die lagen dicht beieinander. Die Bewohner vor Ort haben sich auch teilweise verabredet, dass sie sozusagen sich ein bisschen kombiniert auf größeren Gartenflächen, wenn sie hatten, getroffen haben. Und das gab Essen und Trinken. Also richtig schön gemacht. Und man hatte auch sogar ausgeschilderte Parkplätze. Also das war richtig gut gemacht vom Dorf. Das ist auch das verbunden mit dem Dorffest. Irgendwie wurde da wohl noch Musik gespielt am Nachmittag. Aber da war ich jetzt, war für mich jetzt unwichtig. Davor war ich noch auf einem Flohmarkt bei mir, wirklich in der Stadt, der von einem ganz normalen Flohmarktanbieter veranstaltet wird. Da haben wir auch ein bisschen zugelangt, aber auch bei ein paar Privatleuten. Da sind natürlich auch viele Händler gewesen. Das war nicht bei dem Dorfflohmarkt. Aber ansonsten war der Dorfflohmarkt wirklich sehr, sehr spannend und unterhaltend. Weil wir haben sogar eine Bekannte getroffen, weil deren Mutter, also die sind ja auch erwachsen, aber deren Mutter dort wohnt. Und ja, war eine richtige Überraschung. Ist schön, wenn man Leute trifft, die man kennt, man kann sich unterhalten. Und überhaupt haben wir sehr viele nette Gespräche geführt. Das war ein sehr kleines und nettes Dorf mit vielen netten Bewohnern und das macht auch immer Spaß. Ja, es hat auch ein bisschen geregnet, also es gab... Erst gestern hat es wirklich geregnet, dann hieß es heute, am Sonntag soll es gar nicht regnen. Waren trotzdem Bewölkung da und es gab 3 Schauer, während wir da waren, von jeweils etwa 2-3 Minuten. Deswegen hat leider auch eine DVD am Cover dann doch einen Schaden genommen. Ansonsten ist die top in Ordnung. Die zeige ich euch aber etwas später. Ja, die Sachen sind sozusagen sortiert wieder, das heißt von beiden beiden Flohmarkten zusammen. Aber ich kann das so ungefähr zusammenhalten, was es gab. Den Anfang mache ich hier, damit ich nichts kaputt, nicht umwerfe irgendwas, machen Tassen. Ich habe wieder mal Tassen gefunden und zwar Disney-Tassen. Es gab bei dem Dorfflohmarkt, die zeige ich euch jetzt erst, 2 Tassen, die haben mich 3 Euro zusammen gekostet, sollten erst 2 das Stück, ich habe sie auf 3 runtergehandelt. Und zwar, die gehen entweder meine Schwester, meine zweite Schwester oder auch vielleicht sogar meine Mutter. Die haben alle Interesse bekundet, weil dann habe ich es für sie mitgebracht. Und zwar habe ich einmal eine Prinzessinnen-Tasse, richtig schön. Ist auch eine richtige Disney-Tasse, richtig cool. Dann eine auch richtig schöne Minimaus-Tasse. Seht euch die an, ist die nicht schön? Und dadurch, dass meine Schwester ja viel mit Disney macht, also auch auf ihrem YouTube-Kanal, denke ich ja immer einziehen. Ja? Deswegen schönen Gruß an dich und mit Disney wirst du wieder, habe ich schöne Sachen gefunden für dich und du bist ja auch gerade, oder meine Schwester ist gerade in Disneyland Paris oder auf dem Weg dahin am heutigen Tag. Und ich habe eine ganz normale Disneyland Paris Tasse gefunden, denn auf dem anderen Flohmarkt, dem regulären, gab es auch einen Händler, da gab es, ich habe glaube ich pro Tasse 1 Euro bezahlt und beziehungsweise eine andere Tasse habe ich 1,50 Euro, für diese Tasse 1 Euro, das ist nur Disneyland Paris, steht da drauf und hier ist dann das Schloss gezeichnet, auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, 1 Euro sind auch absolut im sehr guten Zustand, also als ob die nicht benutzt sind. Dann diese hier hat 1,50 Euro gekostet, aber auch super schön. Ist auch eine größere Tasse mit einem Mickey, auch richtig hübsch. Und jetzt habe ich noch eine Tasse, die bleibt aber in meinem Besitz, denn
Ich bin ein großer Fan von, ja, von Masopilami. Für 1 Euro gab es diese schöne Masopilami-Tasse. Immer so richtig auch hier oben mit drin. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum die, weil hier Copyright Disney ist. Und was mich auch wundert, ist, hier hinten steht Carlsen Verlag. Ich weiß, der Carlsen Verlag veröffentlicht die, aber ich war mir nicht sicher, dass der überhaupt Tassen macht. Kann sein, dass das sogar eine Werbetasse ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich drüber. Kann sein, dass Disney die Rechte an Masopilami hält wegen den Zeichentrickserien. Aber richtig cool. Und die bleibt auf jeden Fall in meinem Besitz. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, und dann, was haben wir noch gefunden? Bei dem Stand, wo ich die Tassen gefunden habe, habe ich noch drei andere Sachen gefunden. Und zwar, ja, das gibt es heute nicht mehr, aber es ist auch ein Stück meiner Kindheit, weil ich habe es auch mal gekauft auf Sylt, wo ich mal einen Urlaub gemacht habe, und auf Amrum. Aber ich glaube, selbst besitze ich nicht mehr, aber es ist sehr selten. Und zwar hier. Eine kleine Robbe aus Robbenfell. Ja, sowas ist heute nicht mehr üblich. Für mich ist es jetzt ein Stück Kindheitserinnerung. Die gab es damals, wie gesagt, wurden dort als Souvenir verkauft. Heutzutage wird es nicht mehr gemacht. Was hieß es, ist Robbenfell. Ja, hat mich 50 Cent gekostet. Und was es auch gab, die habe ich mir auch gekauft für zusammen 50 Cent, da nur zwei Pins wieder, und zwar einmal hier Bart Simpson mit Football und hier ist Bart Simpson in Unterhose, von dem, ich zeige es euch so, aber ich blende jetzt hier nochmal ein Bild von diesen beiden schönen Pins an, ein, nicht an. Ja, also wie gesagt, schöne zwei Pins. Pins gucke ich ja immer ganz gerne, auch wenn ich jetzt kein Simpsons-Fan bin, aber ich weiß ja so ungefähr, was interessant ist, und das nehme ich auch alles mit, weil vielleicht tausche ich das auch. Ja, weiter geht es. Man geht ja durch Grabbelkisten. In einer Grabbelkiste noch mit einer Sache mit Pokémon zusammen habe ich, ich weiß nicht mal, was das ist, aber ich fand das witzig. Schreiding, vielleicht, ich weiß nicht mal von welchem Film. Also ich weiß nicht, ob es ist von Scream, so ein kleines Teil, so ein Werbeteil. Man kann es irgendwie bewegen, da ist irgendwie ein Soundeffekt drin, das ist irgendwie eine Sache, ist aber schon ziemlich schwach. Ich weiß nicht, ob es vom Scream-Film ist oder von der Verarschung von Scary Movie. Ich fand es nur ganz witzig. Jo, gab es jetzt im Endeffekt mit einer anderen Sache zusammen von Pokémon für 2 Euro. Also deswegen habe ich es mitgenommen. Für 1 Euro hat mein Bruder mitgenommen, ja, von Lego. Das ist eine von diesen Nintendo-Sammeltüten gewesen. Das ist dann einmal den, ja, Würfel, den Fragezeichenwürfel und einen Vergrößerungspilz. Die gehören ja zu diesem Spiel. Leider ist diese Antenne, auf dem dieser ist eine hier, der Frage, das Zeichenwürfel drauf ist, wohl mal umgeknickt gewesen, hat eine Stelle, so eine Biegestelle, aber ansonsten, wie gesagt, für 1 Euro kann man das gerne mitnehmen. Da macht man nicht viel verkehrt, für die Sammlung vor allen Dingen. Ja, dann habe ich noch mitgenommen zwei Comics, und zwar gab es da Spirou und Fantasio Comics. Ich liebe ja Spirou und Fantasio, wenn ich schon Masopilami liebe, dann ist es, ich bin mal gespannt, wie es ist. Das ist zur Zeit, das war auch sehr windig, und jetzt ist es immer noch sehr windig, vielleicht war auch durch die Temperaturen, wir haben echt noch 26 Grad und Sonne, wenn die Sonne richtig da ist, ist sie auch richtig warm. Ja, wie gesagt, hier nochmal kleine Regenschauer, aber auch viel starker Wind, ihr werdet den vielleicht so klein wenig hören in diesem Video, aber egal. Zurück zu zwei Comics, wie gesagt, Spirou und Fantasio in einer aktuelleren Auflage, gelesen, aber trotzdem guter Zustand. Zwei Nummern, die mir fehlen. Ich habe sie, glaube ich, in einem schlechteren Zustand gehabt, schon mal von irgendwo mal mit für 1 Euro mitgenommen. Hier aber auch nicht viel mehr. Ich habe 3 Euro bezahlt für die beiden Nummern, für 40 und 41, und zwar für Abenteuer in Moskau und Vito der Pechvogel. Von der Reihe, glaube ich, fehlen mir aktuell nur 4 Stück noch oder 2 Stück aus der ganzen Reihe, und es kann sein, dass dann aktuell ist. Ansonsten habe ich sie komplett, und deswegen freue ich mich sehr, die gefunden zu haben, weil ich habe da jetzt auch nicht speziell nachgesucht. Ja, weiter geht es. Dann habe ich
beim Graben in den Grabbelkisten ein Auto gefunden. Das gab es für 10 Cent und zwar ein, Datum steht nicht, aber aus den 70er Jahren, den James Bond Lotus von Corgi Toys. Für 10 Cent nehme ich den immer noch gerne mit. Habe ihn schon, aber ja, macht sich immer ganz gut. Man greift ja trotzdem zu. Irgendwo ist man neugierig. Für einen Euro mitgenommen, weiß ich nicht, ist zwar was Aktuelles, von 2013 ist der, ein Care Bear, ein Glücksbär hier. Geht wahrscheinlich an meine Nichte, also den werde ich jetzt nicht unbedingt behalten, aber ach, weiß ich nicht, habe ich nicht, einfach nicht liegen lassen können, oder einfach mitnehmen wollen, weiß ich nicht, habe ich angesprochen. Geschenkt bekommen habe ich dann noch so ein Kinderbuch, Burkis Abenteuer. Das geht definitiv an meine Nichte. Ich lege das nochmal hinten hin. Von den Glücksbärchis habe ich auch noch einen, aber der ist wirklich aus den 80er Jahren, also richtig klassisch. So, bevor ich zu Pokémon komme und so, waren wir auf dem Dorfflohmarkt auch, kann man sagen, fleißig. Wir haben da zwei Koffer, Hörspielkoffer gefunden. 50 Cent sollte die Kassette kosten und wir haben 15 Kassetten mitgenommen. Und richtig coole Teile dabei. Also viele Hörspielkassetten. Mitgenommen habe ich, weil die sind schon seltener, von Fitlitze Feuerzahn eine doppelte Spielzeitkassette. Der Traum vom Fliegen und gefährliche Reise. Diese Kassetten sind wirklich seltener und auch gesuchter für Sammler, weil das sind die Kassetten, die bei den Buchclub, die jetzt Bertelsmann Club, nur verkauft wurden. Und dadurch nicht in so einer hohen Auflage vorhanden sind, beziehungsweise die meisten haben die auch einfach irgendwie nicht. Ja. Dann habe ich hier gefunden, aus den Anfang der 80er Jahre, zwei ganz alte Auflagen von Bambi. Richtig früh, deswegen habe ich es mitgenommen. Wie gesagt, 50 Cent macht man jetzt nicht so viel verkehrt. Und auch hier Dschungelbuch 2. Es gibt die auch in aktueller Auflage. Also die sind jetzt nicht, dass sie nicht noch existieren, aber das sind ganz frühe Auflagen. Und dann haben wir gefunden, zwei Alf-Kassetten nimmt man dann ja auch mit. Alf Nummer 2 und Alf Nummer 3. Ja, also da, das nimmt man gerne mit. Wie gesagt, 50 Cent, da freut man sich. Und ähnlich auch hier, sind jetzt auch frühe Nummern, sind jetzt nicht die gesuchten wahrscheinlich, aber trotzdem viermal Regina Regenbogen für 50 Cent. Und ich habe, wie gesagt, für die 15 Kassetten, die es insgesamt waren, 7,50 Euro bezahlt. Da mache ich nicht viel verkehrt, glaube ich. Einmal hier, Nummer 1 und das Regenbogenland von Regina Regenbogen. Dann Nummer 2 und das Pferd Sternschnuppe. Nummer 3 und das Schattenreich. Und Nummer 6 und die Kristalle des Glücks. Ja, so, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken, sonst huste ich noch. Bei extra wieder Saft, weil es ist doch anstrengend. Oder Saft hingestellt, weil es ziemlich anstrengend ist. So. Kehle wieder geschmiert. Und ich komme zu den nächsten Kassetten, die ich gefunden habe. Alles von einer Reihe. Und zwar Nummer 1 bis 6 von Chip und Chap, Ritter des Rechts. Richtig cool. Die bleiben auch in meiner Sammlung. Hier haben wir die Abenteuer bei den Kiwis und der hinterlistige Flaschengeist. Nummer 1. Nummer 2 ist Kampf gegen den Bauch und Normis wunderbares Experiment. Muss zugeben, dass ich die schon sehr lange nicht mehr gesehen habe als Kassette. Also in dem Sinne auch gesucht. Nehmen wir Nummer 3, der feige Schlossgeist und der geheimnisvolle Erdnussraub. Nummer 4 ist ein Abend in der Oper. Hier endet das Glück. Alle bei Corusel erschienen. Nummer 5, ein Scharlatan wird entdeckt, letzter Zug nach Cashville. Sieht ein bisschen sonnenausgeweicht aus, aber das liegt an dem hellen Cover. Also das Motiv ist wirklich sehr hell. Kassetten auch alle drin, ich muss nur noch mal spulen. Das habe ich bei meinen letzten auch vergessen noch. Nummer 6, Ritter des Rechts, die Gaga-Cola-Sekte schmeißt die Mama aus dem Zug. Ja, das waren die ganzen Hörspielkassetten. Ihr seht, das ist hier auch schon richtig viel geworden. Ja, und da kann man wirklich sagen, man hat wirklich was Tolles gefunden.
Dann habe ich auch gefunden noch, oder habe meinen Bruder gefunden, für, ich glaube, 1 Euro hat er auch bezahlt, ein lustiges Taschenbuch, das lustige Taschenbuch Galaxy, wo so ein bisschen Parodie auf Star Wars und so ein bisschen Science-Fiction-Geschichte drin ist. Macht sich auch recht gut. Und bevor ich zu Filmen komme, komme ich jetzt zu dem Teil, warum ich Pokémon-Sachen mitgenommen habe. Ja gut, außergewöhnliche Sachen nehme ich immer gerne mit. Und wo ich jetzt dieses kleine Scream-Gesicht gefunden habe in der Grabbelkiste, lag auch eine Pokémon-Uhr. Und zwar zu Pokémon World, diese Pikachu-Uhr. Funktioniert auch nicht mehr. Und da habe ich mich schlau gemacht. Das ist eine Uhr, die bei Burger King veröffentlicht wurde. Müsste auch hier hinten draufstehen irgendwo. Na, hier sind nur Verzierungen. Auf jeden Fall, wie gesagt, gab es für 2 Euro zusammen mit dem. Und das ist schon so ein Sammlerstück. Normalerweise würde natürlich noch die Pappverpackung dazukommen, aber ne, ist nicht. Also, richtig schön. Wie gesagt, Batterie ist... Muss ich mal gucken, ob die noch drin ist. Sonst nehme ich sie raus. Soll ja auch nicht auslaufen. Aber... Wer weiß, für einen Sammler ist das, finde ich, das ist das bestimmt schöner Tauschstab. Und die gab es, ich habe jetzt vergessen zu sagen, immer wo, die gab es auf dem Dorfflohmarkt, die ganzen Kassetten übrigens. Und auch das Buch und die Uhr gab es mit dem Teil auf dem normalen Flohmarkt. Auf dem Dorfflohmarkt habe ich dann auch von Pokémon noch diese Sachen gefunden. Und zwar sind das diese Happy Meal Pokémon-Karten. Noch total neuwertigen Zustand. Ein, zwei wurden leider nur geöffnet, aber wirklich nur die Pappverpackung, nicht die Karten, Booster-Packs da drin. Die sind komplett neuwertig und ich habe bezahlt 10 Cent pro Stück. Beziehungsweise es sind jetzt hier 7 Stück. Ich habe 1 Euro hingegeben. Also in dem Sinne für 1 Euro. Da kann man auch nichts sagen. Hier habe ich zeige euch die Motive einfach mal. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin absolut kein Pokémon-Experte. Deswegen, die werden mich auch wieder verlassen. Aber sowas konnte ich nicht mitnehmen. Ich weiß, dass da mal ein riesen Run war. Und ich habe nachgeguckt. Also so um die 10 Euro werden die teilweise schon das Stück gehandelt. Ist ja noch sealed, da sind noch die Gimmicks drin. Also richtig gut. So, ich habe nochmal Pikachu. Auch einer der wenigen Pokémon, die ich vom Namen her kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man sieht auch, hier ist nochmal das letzte in verschiedenen Editionen das gleiche. Ja, wie gesagt, für 10 Cent das Stück oder 1 Euro alle, da kann man auch nichts gegen sagen. Ist auf jeden Fall was Wunderbares. So, und dann hat mein Bruder zugelangt, beziehungsweise wir beide, im Endeffekt ist es schon, bei Filmen. Und da haben wir richtig gut, wir hatten einen Privatmann, der auch schon seine Sammlung verkauft hat, ausgedüngt ohne Ende. Viele Special Editions rausgeschmissen, Mediabooks, DVDs, der hat faire Preise genommen. Auch viele Sachen, die out of print sind, hat er verkauft. Die sind auch gepflegt. Und ich fange jetzt an mit den Mediabooks. Ich sag mal so, wir haben etwa für ein paar haben wir so, was kann man sagen, mein Bruder hat schon zwischen 4 und 20 Euro für die Blu-Rays bezahlt. Aber die Mediabooks waren halt auch mit das teuerste, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar haben wir hier einmal John Woo's The Killer in der Blu-Ray-Edition. Dann John Woo Hard Boiled mit Chow Yun-Fat, der ist übrigens The Killer auch. Richtig geile Actionfilme, richtig geil. Hier haben wir auch John Woo und Chow Yun-Fat A Better Tomorrow 1 und A Better Tomorrow 2. Ja, und weiter geht es. Achso, ja, diese Blu-ray, das ist die, die leider ein bisschen Feuchtigkeit gesehen hat. Die gab es auf dem Dorfflohmarkt für 1,50 Euro, glaube ich, auch oder 2 Euro. Malavita, The Family mit Michelle Pfeiffer, Robert De Niro und Tommy Lee Jones. Den gab es übrigens auch. Ja, und weiter bei dem Händler sozusagen, da gab es dann Welcome to the Jungle mit The Rock, John William Scott, Dwayne Johnson. Richtig guter Actionfilm.
fehlte uns in der Sammlung sozusagen. Wir haben ihn nur als DVD gehabt. Da sind viele Upgrades auch dabei. Genauso wie abgegradet wurde The Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger. In der Fassung musste auch nochmal mit. Dann welche, die wirklich für uns, für die Sammlung ganz gut sind. Hier haben wir jetzt einmal Desperado in der Pop Art Edition. Das ist so eine Steelbook Edition mit einem speziellen Künstler Artwork. Der Bonus ist auf jeden Fall da drauf. Der erste Film, El Mariachi, der auch auf der DVD sozusagen als Special war. Deswegen haben wir lange gewartet, bis wir so eine gute Edition gefunden haben. Und dann kam natürlich auch dazu der dritte Teil irgendwann in Mexiko. Mit Johnny Depp unter anderem und Banderas, logischerweise. Ja, ein Film, den ich auf DVD nur als Bootleg hatte, jetzt aber als Original, auch weil er uncut ist und mit das volle, lange Ende besitzt, ist Fortress, die Festung mit Christopher Lambert. Auf jeden Fall ein richtig guter Actionfilm, gut gemacht. Für die damalige Zeit habe ich auch im Kino gesehen, sogar in der gekürzten Fassung. Das Ende wurde gekürzt zum Beispiel. 20 Minuten vom Ende wurden komplett weggeschnitten. Also in dem Sinne ist dieses Ende jetzt hier drauf. Ja, wir hatten ihn noch nicht in der Sammlung. War mal ganz günstig, ist jetzt so ein 15-Euro-Titel. Also wir haben 15 Euro bezahlt für den. Das war einer der teureren Titel von dem ganzen Lot. Aber ja. Ist halt selten, ne? Ist out of print. Also das ist schon schwer, manchmal die zu finden, die Sachen. Dann auch mitgenommen, weil schon was Besonderes. Und irgendwie haben wir gesagt, nachdem wir so viel Jackie Chan geguckt haben, wollen wir auch nochmal den Kampfsportmeister himself schauen. Und also haben wir die Bruce Lee Collection uns besorgt. Ich glaube, die sollte 14 Euro kosten. Das ist, wie gesagt, alles gebundelt worden. Dadurch sind nicht die Preise, die jetzt ich hier zwischendurch mal sage. Manche, da waren 4, Welcome to Jungle sollte 8 kosten. Das haben wir alles nicht bezahlt. Also wir haben wirklich gut gebundelt. Hier sind 4 Filme drin in dieser Collection. Und zwar einmal Bruce Lee, die Todeskralle schlägt wieder zu. Bruce Lee, mein letzter Kampf. Bruce Lee, die Todesfaust des Cheng Li. Und Bruce Lee, Todesgrüße aus Shanghai. Wollten wir mal für die Sammlung haben. Und dann geht es noch weiter. Was haben wir? Oh, da haben wir noch ein paar Filmchen mitgenommen. Vielleicht nicht unbedingt der beste Film, aber für die Sammlung zu vervollständigen, weil wir ja die Reihe auch haben in der Spio-Fassung. Death Race Anarchy. Dann ein Film, wo man sagte, mein Bruder sagte, der muss gut sein, von den Machern von The Raid. Auch ist Bio-Fassung, Headshot, sagt mir so jetzt nichts, aber ja, haben wir uns für die Sammlung zugelegt. Dann die einzige DVD in dem Ganzen, wir kamen auch Mark Dacascos zu sprechen, dadurch, dass ich mal ein Interview mit ihm gemacht habe, findet ihr übrigens unter meinen Videos, gebt mal Mark Dacascos ein, da findet ihr ein richtig tolles Interview, wo auch über John Wick 3 redet. Was ich gefilmt habe, nur nicht die Stimme, also die Fragen habe ich nicht gestellt, die hat meine Kollegin gestellt, da ich mich auf die Kamera konzentriert habe. Aber schaut euch das an, eine halbe Stunde redet er sehr viel Interessantes über sein Schaffen sozusagen. Ja, hier haben wir einen seiner frühen Werke, Only the Strong, auch richtig früh. Weiß nicht, wer noch damit spielt. Das ist doch echt wirklich ganz, ganz frühes Werk von ihm. Ja. Dann haben wir noch 3 Filme hier. Ein Film, der richtig empfehlenswert ist, mit einem richtigen Star-Aufgebot von Jon Favreau, der Regisseur, unter anderem auch von Iron Man 1. Unter anderem hat viele gemacht, ist auch in dem Marvel-Universum als Happy unterwegs. Hier haben wir Kiss the Cook. Er ist ja hinter der Kamera und vor der Kamera aktiv. Hinter der Kamera ist er ja aktiv, auch bei Mandalorian. Und das ist ein richtig schöner Film. So, dann haben wir noch gefunden und die sind sogar beide sealed. Die sind also noch nicht mal ausgepackt gewesen. American Werewolf in London. Empfiehlte mein Bruder noch. Den ersten Teil hat er. Und das ist ja hier der. Nee. Der erste in Paris, in London. Das ist der zweite. Ja, genau. Glaube ich jedenfalls. Nee, in London ist der erste und in Paris der zweite. So muss das sein. Genau. Okay. Ich bin jetzt ganz durcheinander, egal, es gibt die beiden Filme. Und den in London haben wir jetzt in der Sammlung.
Und ein Film, den habe ich als Jugendlicher gesehen und findet man selten auch im Flohmarkt. Hatte, glaube ich, 4 Euro ausgezeichnet gewesen. Deswegen habe ich gesagt, nimm ihn mit. Die BMX-Bande. Unter anderem mit einer ganz jungen Nicole Kidman. Steht auch deswegen ganz vorne drauf, obwohl sie ja nur eine der Hauptrollen hat. Ja, richtig interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ich gucke gerade, ob noch ein anderer bekannter Schauspieler dabei ist. Aber nein, sie ist die Einzige dabei. Das ist auch, glaube ich, ein australischer Film. So ein bisschen jugendliche BMX-Fahrer, die so ein bisschen, noch, ja, ein bisschen, die mit Bankräubern, gegen Bankräuber sozusagen vorgehen. So ein bisschen lustig, ein bisschen Action, richtig gut. Und findet man sehr selten. Ja, das waren alle Filme, die wir gefunden haben auf den beiden Flohmärkten. Jetzt kommen noch Games. Ja, es gab auch ein paar Games, wirklich diesmal nicht viele, muss ich leider sagen, viele gab es nicht. Auf dem Dorfflohmarkt war ein Stand, da haben wir auch noch gleich, jetzt habe ich 2 Games noch mitgenommen, ansonsten hatte er leider auch ein bisschen Xbox klassisch, Xbox 360, war auch selbst Sammler, waren normale Preise, aber es war nichts, was wir nicht schon hatten. Aber für 2 Euro hat mein Bruder mitgenommen, ein USB Joypad im Stile von, oder für Computer eben halt, wenn man Nintendo-Spiele spielt, sollte, hat 2 Euro gekostet. Und ich habe dann 2 PlayStation 3 Spiele gefunden, die ich mitgenommen habe. Ich habe da je 3 Euro bezahlt. Das ist jetzt hier die Piggy-Version von Mobile Suit Gundam Target Inside. Da ist aber sowieso, weil es meist Englisch ist und englisches Handbuch dabei, ist wohl ganz in Ordnung. Ist in Italien gekauft worden, wahrscheinlich beim Urlaub. Ja, für 3 Euro habe ich gesagt, okay, komm, nimmst du gerne mit. Und dann habe ich noch mitgenommen, auch wenn ich es schon besitze und so weiter, Rage. Warum nehme ich Rage mit? Es ist die Promo. Das ist jetzt rein die CD. Normalerweise ist die CD, glaube ich, in einem Jewel Case mit Cover, aber so, ja, Promos, ihr wisst es, nehme ich gerne mit. Und 3 Euro ist auch ein ganz fairer Kurs. Ja, das waren die Spiele fast, hätte ich gesagt. 2 habe ich jetzt noch. Auf dem Dorfflohmarkt hat mein Bruder dann noch gesehen ein Switch-Spiel, das hat er mitgenommen, und zwar Professor Layton oder Layton's Mystery Journey. Gab es für 20 Euro. Ist kein günstiger Titel mehr, aber für 20 Euro ist auch alles dabei. Obwohl, was heißt alles dabei? Ein Modul. Nur ein Modul. Aber eben halt, ja, mal was Modernes. Und ich habe jetzt ein Spiel mitgenommen, ja, und ich habe mich überreden lassen auf eine Art, aber ich sage auch, so oft sieht man das nicht und es ist in einem wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Ich habe es im letzten Flohmarkt-Video in letzter Woche schon gezeigt, da habe ich es umsonst gekriegt. Jetzt habe ich 6 Euro bezahlt dafür. Ist ein Titel, was so zwischen 8 und 12 Euro gehandelt wird. Also ist kein günstiger Titel. Und mir fehlte das Handbuch. Also habe ich dann nochmal Pirates mitgenommen. Und ich sagte ja, eins meiner Lieblingsspiele jetzt hier auch, wie sagte noch der Super Lario, Tutti Completti. Also komplett, komplett. Alles sehr schön. Handbuch top. Ja, und CD, ich habe gar nicht drauf geguckt. Gucke ich nochmal auf die CD, aber die müsste auch absolut, naja, ich muss da ein paar Fingerabdrücke wegwischen, aber ansonsten super. Ja, das waren die Computerspiele. Und das war die Ausbeute von den 3 Flohmärkten, kann man sagen. Ja, 3 Flohmärkte, einmal am Samstag, dem Dorfflohmarkt und dem normalen Hausflohmarkt. Ja, und da frage ich mich dann fast nächste Woche. Das werdet ihr sehen nächste Woche. Ansonsten in die Kommentare, was gefällt euch hier? Habt ihr Fragen? Wollt ihr noch was genauer sehen? Und so weiter und so fort. Am Ende gibt es, wie gesagt, gleich noch schöne Überblicke von der allen nochmal kurz. Und ja, liken, teilen, abonnieren, die Glocke anwerfen, damit ihr auch nicht das nächste Video verpasst. Und vor allen Dingen kommentieren. Lasst uns wieder quatschen. Es macht Spaß. Für News empfehle ich meine Facebook-Seite von Short Review. Da poste ich auch immer, wenn ein neues Video kommt und wenn irgendwelche News sind bezüglich. Da seid ihr dann auf dem Laufenden. Meine Internetseite www.shortreview, wo ihr ein paar Reviews findet. Ansonsten auch meine persönliche Instagram-Seite. Die ist hier auch verlinkt unten. Da zeige ich auch noch manchmal schöne Sachen, Highlights etwas deutlicher und einfach poste ich einfach die Bilder. Ja, schaut mal rein. Ja.
Ansonsten bis zum nächsten Mal.